So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Space Marine, Part 9. Wir haben die Energieaxt. Was lässt sich über die Energieaxt sagen? Die Energieaxt ist nicht ganz so schnell wie ein Kettenschwert. Dafür haben wir zwei Angriffe mehr. Das heißt, beim Kettenschwert war irgendwann Schluss. Und jetzt wird es schon wieder ein bisschen kritisch, was... So, Rüstung haben wir wieder. Genau, dann können wir dich mal eben exekutieren. Und wir haben leider nicht gesehen, was der liebe Space Marine macht. Aber jetzt. Die Kombos sehen natürlich auch ein bisschen anders aus. Das ist ganz nett. Ja, ansonsten, was kann man über die Energieaxt sagen? Die Energieaxt ist besser, um durch Rüstung zu kommen. Genauso wie alle anderen Energiewaffen. Das heißt, es ist eine etwas schwerere Waffe als ein Kettenschwert, aber dafür ist sie nicht ganz so schnell. Und da... Das heißt, es wird wieder ein bisschen off sein. Na toll. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kann mir einer von euch helfen. In letzter Zeit hat es sich Fraps bei mir angewöhnt, manchmal das Spiel so ein... Aua. Warst du das? Das Spiel so ein bisschen anzuhalten. Und das wird mir dann später zum Verhängnis. Hau ihm die Axt ins Gesicht. Das sind so ein bisschen viele Orks hier gerade. Ja. Weil du durch das ganze Spiel dann... Alter. Kannst du dich mal zusammenreißen? Ich möchte ein bisschen Munition sparen, deswegen gehe ich jetzt nicht direkt wieder drauf. Also es gibt dann so komische Pausen, wo das Bild total hängt. Aber hinterher ist dafür noch Bildmaterial, obwohl der Ton schon zu Ende ist. Und das ist doch echt mal nicht, das muss doch nicht sein. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie geschnitten bekomme. Und das ist auch der Grund, warum die letzten Teile teilweise so dermaßen auffahren. So, gehen wir ein bisschen in schnellen Nahkampf. Die ist nämlich sehr schön, die Energieaxt. So. Und jetzt? Oh, Momentchen. So, wir wollen erstmal die Ballerboys erledigen. Okay. Meinung geändert. Erstmal auf die Mosher Boys hier vorne. So, mal eben nachladen. Hi. Ja. Ja, nehmen wir. Danke. Schön. Weil die Baller Boys schießen uns auch auf Distanz die Rüstung ganz unschön kaputt. Alter. Und jetzt kamt ihr. Ja, genau. Kommt ihr auch noch dazu. Ist okay. Wow. Ist okay. Rüstung, lädst dich mal bitte auf. Okay, hol dir mal die Energie von dem. Ich bin gerade ein bisschen konzentrauer. Lass mich. Ich sehe gerade nichts. Okay, ich bin wieder unterwegs. Ich hoffe, das ist hinterher schneidbar. Wow. Mach nicht so die Welle, Bruder. Hopp. Oh oh. Hi. Und. Tut's das nicht weh? Schade.
Und da ist der nächste. Und gestern Abend lief es auch super, aber... Au, 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 au. Au, 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 au. Au, au, noch mehr Moscher. Boys, lass mich in Ruhe. Ja. Oh. Hallöchen, wir kriegen Verstärkung von den Imperialen. Schön. Komm mal her. Wenn du da gerade eh schon mal rumstehst, dann kann ich mich dich auch mal eben holen. Ja. Wow. Nachladen. Und jetzt holen wir uns den. Mit der Energieaxt. Bam. Und Bruder, gib mir meine Energieaxt her. Schön. Sehr schöne Cutscene, an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Dich holen wir uns auch noch direkt. Wenn du da schon mal so schön glühst, dann können wir dich auch so holen. Hallo. Hallo. So, und ich glaube, das war's dann auch in diesem Raum. Unglaublich, aber wahr. Gefreiter? Ja, mein Lord. Wir haben gehört, dass ein Inquisitor im Manufaktorum ist. Ja, Lord Rogan. Wir haben ihn seit mehreren Tagen nicht gesehen. Ist die Befreiungsflotte eingetroffen, mein Lord? Noch unterwegs, Stabsgefreiter. Die Ultramarines sind hier als Speerspitze, um den Feind zu schlagen und die wichtigsten Einrichtungen zu sichern. Ich verstehe. Ja. Aber die Einrichtungen und die Titanen sind sicher? Mit Sicherheit kann ich nur sagen, dass kein Ork durch dieses Tor gekommen ist, mein Lord. Kontaktieren Sie Leutnant Mira. Ihre Einheit richtet eine Bastion im Wohnzentrum Andres ein und ihr Unterstützungsschiff sollte nun aus dem Orbit hierher kommen können. Was ist mit dem Obersten und seinem Gefolge? Sie haben nicht überlebt. Oh no. Ich hätte gern ein bisschen Munition, weil unser Bolter. Danke, Stabsgefreiter. Hey, halten Sie die Mündung sauber, Soldat. Machen wir. Da unten gibt's Munition. Schön. Schön, schön, schön. Und da kommt eine Brücke runter oder sowas? Ist das für uns? Ach, toll. Das ist nur für Stalker und so. Oder wie? Gut, dann eben nicht. Aber geh doch bitte einfach zur Seite. Hier wollen wir jetzt drauf und dann kommen wir ins Manufaktorum. Und das sieht geil aus, würde ich mal sagen. Da könnt ihr mir zustimmen, oder? Hm? Ist hier was? Nö. Ein Ort, der nicht beschmutzt ist. Bis jetzt. Die Orks drehen nicht mal um, wenn wir das Geschütz auf sie fallen lassen. Wohl wahr. Wir müssen den Inquisitor und Titan Invictus finden. Titan Invictus, jo, machen wir. Man muss sagen, das sieht richtig geil aus. Das ist sehr geil designt. Ihr seht das leider noch nicht mal in der Auflösung, wie ich es sehe. Und so, die Qualität wird dann ja beim Render doch runtergesetzt, aber wow. Das ist schon ordentlich. Ja, ich hoffe mal, dass das mit den Lags, dass ich das geschnitten bekomme, wie gesagt. Also, wenn ihr mir da helfen könnt, woran das liegen könnte, wäre das voll nett, wenn ihr mir das sagt. Weil ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich hoffe, ihr hört nicht, dass ich ein bisschen krank bin. Ich kränke so ein bisschen vor mich rum, ich bin so ein bisschen... mein Hals und so und überhaupt. Und ich habe im Moment ein bisschen viel zu tun wegen Facharbeit, deswegen lade ich im Moment... Titan Invictus scheint unbeschädigt zu sein. Unbenutzt, meinen Sie wohl eher. Oh, wow. Reicht diese Invasion nicht für den Einsatz der Titanen? Hunderte sind nötig, um einen Titanen zu bemannen, Sergeant. Ohne sie macht er nichts. Oh, wow. Das ist mal ein Ausblick, oder? Titan Invictus ist sicher. Da bin ich mir auch sicher. Ich möchte dieses Teil in Aktion erleben, da bin ich mir auch sicher. Ich kann nach Lebenszeichen des Inquisitors scannen. Mach mal. Zugriff autorisiert. Da, ein einzelner Mensch. Identität bestätigt. Drogan, Ordo Xenos. In diesem Flügel des Manufaktorums. Alien-Signale aus der gesamten Einrichtung. Und eine große Anzahl ist auf dem Weg zum Inquisitor. Yay, erreichen Sie Inquisitor Drogan. Und zwar vor den Orks. Gut, dann laufen wir mal.
Ja, ich möchte sehen. Diese Olle, redet die mir die ganze Zeit jetzt echt dazwischen? Gibt's hier unten was? Da gibt's Munition. Oho, oder sind das Granaten? Leck. Fick dich, Leck. Es waren Granaten. Wir haben zwar vollen Munition bekommen, aber trotzdem. 200 ist mir zu wenig, muss ich sagen. Fahrstuhl oder so. Fahrstuhl? Fahrstuhl. Fahrstuhl. Es geht, glaube ich, nach unten. What? What? Wir fahren im Kreis. Auch schön. Ja gut, jetzt redet die Olle wenigstens nicht. Also ich bin ein bisschen am Kränkeln, aber ich denke, das sollte in Ordnung gehen. Ja. Komm her. Und da vorne geht's weiter. Ja, und ansonsten, ich spiele das jetzt alles hier so ein bisschen zum zweiten Mal. Können Sie damit unsere anderen Kräfte kontaktieren? Nicht direkt, aber ich kann damit die Funkweite erhöhen. Mach mal. Tun Sie's. Tun Sie's. Und du... Weiß ich. Das sieht wunderschön aus. Hier, Captain. Ultramarines, hier ist Captain Titus. Hören Sie mich? Captain, hier ist Sergeant Midas. Yay. Tom Solinus ist auf dem Boden, unterwegs zu unserem Ziel. Neue Befehle, Midas. Wir sind bei Manufaktorum Ajakis und haben den Titan Invictus gefunden. Solinus soll Invictus sichern, während ich zu Prioritätsalarm wechsle. Unterwegs, Captain. Wie das Ende. Der kann in jede Richtung rollen. Der Typ hier ist unglaublich. Ja, genau. Und ich möchte diesen Titan mal in Action erleben. Oh mein Gott. Diesen Titan möchte ich in Action erleben. Das zieht sich hier gerade alles so ein bisschen. Ich möchte wieder Orks abballern. Was ist los? Oh, ich habe Munition bekommen. Schön. Was ist das? Nur ein Ding, was rumsteht. Okay, das leuchtet nur so vor sich hin. Auch gut. Oh, groß. Oh, groß. Sehr groß. Die Rohre. Die Orks sind in den Rohren. Oh, nee. Oh, cool, das ist explodiert. Hab ich so getroffen. Wo schießt ihr hin? Da oben sind Ballerboys. Hab ich gesehen. Mein Gott, ey. Sehen ist nicht gleich treffen, oder wie war das? Erstmal ordentlich Munition verballert. Bleib stehen. Okay. Hier sollen wir... Nein, hier sollen wir nicht runter. Hier sollen wir runter. Ach Gott, ist das alles groß. Naja, gut, wir laufen hier mal lang. Noch mehr Munition und damit ist auch unsere Bolter, unser Boltergewehr wieder voll. Wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang, ne? Jo, hier müssen wir lang. So, hier rein. Ich weiß noch nicht, wann ich das jetzt hochlade. Nochmal so ein drehendes Teil, oder wie? Kommt immer dazu. Lahmsäcke, ey. Ja, genau, das kommt jetzt runter. Und da drauf sind bestimmt Orks. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Sind da drauf Orks? Du wirst gleich zerquetscht. Oder? Doch nicht, aber da drauf sind keine Orks. Lass mich durch. Dum, 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 dum. Solche Sequenzen, ich weiß nicht. Entweder laden die gerade was ganz Großes im Hintergrund. Aber das... Inquisitor, Ordo Xenos. Autorisierung wiederholen. Drogan, sofort die Energiequelle vorbereiten. Hi. Einen Moment. Schneller. Autorisierung alle Sicherheitsprotokolle wiederholen. Übergehen und... Den kennen wir doch. Keep cool, Bro. Inquisitor Drogan. Ich bin Drogan. Echt. Und Sie sind? Captain Titus von den Ultramarines. Wir haben Ihr Notsignal empfangen. Sie scheinen den Angriff abgewehrt zu haben. Ich bin sowohl Soldat als auch Wissenschaftler, Captain.
Wie ist der Status des experimentellen Geräts? Die Energiequelle? Sie betreibt das ganze Manufaktorum vom Generatorraum aus. Das Gerät ist eine Energiequelle, keine Waffe? Es ist ein komplexes Gerät und noch dazu instabil. Yay. Wenn die Orks es finden, werden sie es demontieren. Es könnte detonieren und damit den gesamten Planeten zerstören. Ja, geil. Dann müssen wir es in Sicherheit bringen. Dafür, Captain, brauche ich Ihre Hilfe. Hier lang. Alles klar. Und du hast eine Taschenlampe am sie Bein sind hängen. Verwundet, Inquisitor. Das ich stimmt. Bin Psionika. Meine Psi-Kräfte kontrollieren die Blutung. Nun gut. Geil, sowas will ich auch können. Der Typ hat ein Loch im Kopf, schön. Hi. Muss ich dich jetzt kaputt machen? Space Marine, willst du meine Titanen klauen? Meine Beute klauen? Ich werde dir die Eingeweide aus der Kehle reißen. Geil. Ich steck deinen Kopf auf den Spieß, Space Marine. Sonst noch was? Oder wär's dann das fürs Erste? Geh aus dem Weg. Und ich hasse Ballerboys. Ich hab so einen schönen Nahkampf und ich kann das bei den scheiß Ballerboys einfach nicht einsetzen. Gib mir deine Energie. Danke sehr. Walalalalalalala. Gib mir deine Energie. Danke. Ja, und du ziehst mir die gleich wieder ab, oder wie? Kannst du vergessen. Danke. Du gehst mir derbs auf den Geist, Alter. So. Ist doch gut. Und du lass Inquisitor Drogan. Oh, das ist gar nicht Drogan. Egal, lass ihn trotzdem in Ruhe. Hi, komm her. Ja, weg da. Und auf die Scheißviecher drauf. Hi. Hi. Und rums. Und wir haben wieder volle Energie. Schön. Und unsere Rüstung geht schon wieder drauf. Das ist Drogan. Hallo, Drogan. Alter. Es ist doch unglaublich, wie viele Orks hier auf mich warten. Weg. 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 Alter! Boah, ey. Lebst du noch? Positiv. Hat der echt Drogan angefallen? Der hat doch schon ein Loch im Kopf. Das muss doch nicht sein. So. Alter. Hatte ich vorgehabt. Slops oder nicht? So. Momentchen, das kann ich nachladen. Die Granaten kann ich aufnehmen. Ja. Der große fette Ork, der da vorhin noch auf uns gewartet hat, ist weg, ne? Den sehe ich hier nirgendwo mehr. Gut, dann eben nicht. Ich bin mir sicher, irgendwann wirst du nochmal kassieren. I won't forget you. Und Inhalt wird schon wieder gespeichert. Und ich sollte mal gucken, dass ich Energie wieder kriege. Ja, der Ork hat jetzt ein Näschen für uns. Verdammte Kreatur! Wäre er doch bloß nicht hierher gekommen. Ist er aber, Drogan. Was da da? Was ist das da? Und was ist das da? Ich hätte gerade kurz gedacht, das wäre ein Fuß von dem, aber ich gucke jetzt noch eben, was das ist und ich würde sagen, dann war's das. Für heute mit Let's Play Space Marine. Oh. Schön. Wir haben die Plasmapistole freigeschaltet. Die ist mir doch lieber. Dann. Da. Wir müssen zu diesem Aufzug. Mit dem Ding kann man erstmal schießen. Ganz normal. Und man kann Schuss aufladen. Pumps. Der klebt sich irgendwo fest und explodiert dann da. Und man kann den auch an beweglichen Zielen montieren. Also auf einen Ork schießen, der Ork rennt damit rum und explodiert dann mit dem Ding zusammen. Schön, jetzt weiß ich gerade nicht, wohin wir müssen. Auf jeden Fall gibt es da hinten noch Munition. Das wollen wir haben. Danke. Und was gibt's da hinten noch? Also Munition. Man braucht zwar immer mal wieder Munition.
Uiuiui, da oben müssen wir hin. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Haben wir jetzt die Plasmapistole, das ist schon mal schön. Ich mag die Plasmapistole recht gern. Lieber als den, Bolterpistole. Boltpistole, so. Und... Meine Boys wollen dich schön begrüßen! Ja. Oh yeah! Momentchen. Oh, what the fuck? Like this. So. Habt ihr mal gesehen, wie das Ganze funktionieren kann? Nochmal. Das hatte ich jetzt auf seinem Kopf montiert, wenn ihr... Alter, du müsstest tot sein. Oh. Ja, Energie. Pumps. So. Und damit, dass ich dir jetzt den Kopf kaputt getreten habe, würde ich sagen, danke fürs Zusehen bei Let's Play Space Marine. Für heute.